Tochter von dir? Ja. Ah, okay. Das ist sehr gut. Wir haben uns ja vorhin nur ganz kurz gesehen. Ganz kurz. Hat sie irgendwelche Vorerkrankungen, Allergien? Meine Mutter hat Diabetes. Okay. Dir wird sonst irgendwas bekannt? Also wie es aussieht, ihre Mutter hat am ehesten eine Infektion im Körper. Muss man immer die Infusion hier. Die schon fortgeschritten ist, also schon Richtung in Blutvergiftung geht. Ne? Wollen Sie uns kurz noch mal erzählen, was passiert ist? Ich hab meine Mama abgeholt und dann lag die schon so in ihrem Bett. Also, wann haben Sie denn Ihre Mutter zuletzt gesehen? Ja, eben. Also, und dann vor 4 Tagen. Als wir Frau Schröder auf der Intensiv aufgenommen haben, war sie bereits im sogenannten Fieberdelir, somnolent, also nicht richtig ansprechbar. Für uns war relativ schnell klar, sie ist in einer Sepsis oder zumindest in einer beginnenden Sepsis. Und wir mussten recht schnell handeln, damit die Sepsis keinen fulminanten, also lebensbedrohlichen Verlauf nimmt. Ich nicht. Hat sie eine, was sagen Sie? Fuß. Sie das schon länger? Heinz. Also am ehesten eine Wundinfektion, erysipel, dadurch wahrscheinlich eine Sepsis. Das wäre jetzt mal die Arbeitsdiagnose, die wir haben. Eine Sepsis per se ist ein lebensbedrohliches Krankheitsbild, das eine hohe Dynamik hat. Also von der Patient geht es relativ gut und 3 Stunden später kann man schon tot sein. Kann das ein diabetischer Fuß sein? Das sieht eher nicht so aus, sieht wie eine frische Infektion eher aus. Das kann natürlich sein, dass es auf dem Boden vom diabetischen Fuß sich entzündet hat. Aber sicherlich nicht, klassisch sieht es nicht so nicht aus. Also, kannst du das schon mal einmal reinigen, versorgen? Ja. Ich hätte gern chirurgisches Konsil dazu. Ne? Okay, das sieht ja, schon nekrotig aus, also da müssen wir auf jeden Fall die Chirurgen mit involvieren. Mhm. Ich müsste jetzt einmal gleich rausbitten, weil wir müssen jetzt hier so einen großen Venenkatheter legen. Sie braucht Antibiose, müssen auch Blut abnehmen. Ist das der Vater von Ihnen, Heinz? Nein, ich kenne keinen Heinz. Das also, sie hat schon mal gesagt, den Namen hat sie schon ein paar Mal im Aufzug gesagt. Na gut. Mama. Chirurgisches Konsil ist angemeldet. Konsil ist angemeldet. Die Frau Schröder, die flüsterte immer den Namen Heinz. Ich habe mir da jetzt eigentlich gar keine großen Gedanken drüber gemacht, weil viele Leute, die Fieber haben, oder flüstern oft Namen. Vor allem von Leuten, die ihnen sehr nahe liegen. Und viel mehr, also ich war sehr verwundert, als die Tochter mit dem Namen überhaupt nichts anfangen konnte. Sie hat eine Infektion. Wahrscheinlich geht es vom Fuß aus. Und die Infektion ist so stark, dass sie eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, ausgelöst hat. Darauf deutet im Moment alles. Wir haben noch nicht die Blutwerte, aber wir behandeln jetzt so, als ob es könnte eine lebensbedrohliche Erkrankung sein. Nein. Im Moment, wir behandeln erstmal so. Gehen auf Nummer sicher. Schröder. Ich kann schon nachvollziehen, dass das Ganze alles für die Tochter von Frau Schröder sehr, sehr viel war. Sie war sehr aufgelöst, aber es ging jetzt erstmal um die Gesundheit von Frau Schröder. Und in solchen Situationen ist es dann schon besser, wenn wir die Angehörigen erstmal rausschicken. Die hat sich seit 4 Tagen nicht mehr bei mir gemeldet. Ich habe jeden Tag Kontakt zu meiner Mutter und das war jetzt so ganz komisch. Ich hat sie einen Pflegedienst, der sie betreut? Nee, die ist topfit normalerweise. Ich verstehe das überhaupt jetzt gar nicht, was hier los ist. Es ist natürlich vollkommen verständlich, wenn die nächsten Angehörigen in so einem Fall sehr besorgt und aufgeregt sind. Wir versuchen dann natürlich zu beruhigen. Wir standen letztendlich alle vor einem Rätsel. Ein Rätsel, das an diesem Tag genauso wenig gelöst werden kann wie das um den ominösen Namen Heinz. Am folgenden Morgen liegt die Auswertung der Blutanalyse vor. Gemeinsam mit Dr. Sebastian Börner schaut Tochter Julia nach ihrer 75-jährigen Mutter, der es dank Antibiotika offenbar etwas besser geht. Du hast mir so einen Schrecken eingejagt. Ach Julia, Mensch, was ist denn bloß los alles? Ja, was machst? Das möchte ich von dir mal wissen. Was machst du denn da für Sachen? Wie lange bin ich denn schon hier? Seit gestern. Gestern, genau. Also wir haben gerade die Werte von heute. Es war tatsächlich so. Sie hatten eine Sepsis, eine Blutvergiftung gehabt von einer Infektion, die sich quasi vom Fuß in den ganzen Körper ausgebreitet hat. Sie stand gestern wirklich auf der Kippe. Wir wissen noch nicht genau, welcher Keim es ist. Das dauert immer ein bisschen. Das haben wir jetzt ins Labor gegeben. Kannst du dich denn erinnern, was mit deinem Fuß passiert ist? Ach Kind, das ist doch bei Heinz passiert. Bei Heinz? Als ich an der Ostsee war. Ostsee, Mama? Ja. Was für ein Heinz, Ostsee. Ich weiß überhaupt nicht, was... Ich hab hier noch jemanden. Hallo. Och, Kirsten. Oh, dass du da bist. Heinz. Oh. Ach,
Hallo. Ach. Hallo. Hallo. Ruf mal an Gerd, kannst du einmal kommen im Rollstuhl? Ganz ruhig, ganz ruhig. Tief durchatmen, tief durchatmen. Langsam, ja, ganz langsam. Alles gut. So, Achtung. Was ist denn los? Einmal. Wissen wir noch nicht. Ich glaube, er ist umkopiert. War hier im Rollstuhl? Einmal, wir sind gerade Zimmer nebenan. Und dann. Als dann der unbekannte Besucher reinkam, das war dieser mysteriöse Heinz, waren wir eigentlich kurz davor, dieses ganze Rätsel aufzulösen. Aber dann ging es ihm plötzlich relativ schlecht und ich hatte eigentlich schon Angst, dass wir hier den nächsten Notfall haben. Das ist jetzt Heinz oder was? Ja, wo hast du den her? Bitte geh mit. Was? Geh doch nicht mit einem fremden Mann mit. Nein, ich erkläre dir alles. Ich glaube, es ist auch ein bisschen viel jetzt für Ihre Mutter. Bitte, mir geht's nicht gut. Vielleicht kommen Sie einmal mit raus. Versuchen Sie ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Kommen Sie einmal kurz. Mir geht's nicht gut. Der Frau Schröder lag es auch wirklich sehr am Herzen, dass ich ihre Tochter mit zu der Untersuchung von dem Heinz begleite. Sie sollte auf jeden Fall dabei sein. Ja, und das war auch wirklich gut so, denn dort haben wir was Wichtiges erfahren. Sind Sie das öfter schon im Herz irgendwas? Und hin und wieder habe ich das mal. Ja, sind Sie da schon beim Kardiologen oder beim Arzt in Behandlung? Nein, noch gar nicht. Dann müssen wir das mal auf lange Sicht machen. Die Frau Schröder wollte, dass sie unbedingt mitgeht. Die Tochter von Frau Schröder. Die Tochter von Frau Schröder, kann die reinkommen? Ja. Dann kommen Sie einmal rein. Kann sie rein, ja. Normalerweise lassen wir ja nur Verwandte ersten Grades zu unseren Patienten dazu. In dem Fall war natürlich aber auch uns daran gelegen, ein bisschen Aufklärung in den ganzen Fall zu bekommen. Ja, ich bin der Heinz. Mhm. Und die Christel, die hat mich in der Ostsee besucht. Was? Ja, Wir beide sind in der Ostsee baden gewesen. Bitte? Ja, und ich weiß nicht mehr genau, ob das nun beim Reingehen oder beim Rausgehen war. Jedenfalls, sie war im Wasser auf einen Gegenstand gestoßen und hat sich dann einen Kratzer zugezogen. War das am rechten Fuß? Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht mehr. Und was? Aber wann war das denn? Das war vor ein paar Tagen. Ja, und am nächsten Tag, dann ging es so schlecht. Ich habe jetzt Fieber gekriegt und Schüttelfrost. So, und der Herz war auch am Rasen. Ich habe ihr angeboten, ein paar Tage bei mir zu bleiben, damit sie sich ein bisschen erholen. Aber meine Mama kennt sie doch gar nicht. Verstehe ich nicht. Was? Wissen Sie, ich sage einfach, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Was? Besser, als du denkst. Der Blutdruck ist gerade wieder ein bisschen angestiegen. Vielleicht gehen wir gerade mal normal. Na? Da ist ja noch Zeit, das alles aufzuklären. Als der Bekannte von Frau Schröder dann durchblicken ließ, dass die beiden sich offensichtlich schon lange Zeit kannten, hatte man natürlich als erstes den Gedanken, dass da eine verflossene Liebschaft wieder zusammengefunden hat. Aber der Fall lag doch ein bisschen anders. Bis aufgeklärt werden kann, woher sich die Patienten kennen und was sie verbindet, soll allerdings noch Zeit vergehen. Denn zunächst hat die Behandlung Vorrang. Zumindest im Fall von Rentnerin Christel scheint Dr. Sebastian Börner aber einen Schritt weiter zu sein. Jetzt habe ich eine Frage. Ja. Jetzt habe ich vorhin erfahren, Sie waren an der Ostsee. Ja. Sind da auch ein bisschen rumgelaufen, geschwommen und haben sich dann Fuß verletzt, habe ich gehört. Ja, wir waren in der Ostsee schwimmen und da bin ich so auf Steinen abgerutscht. Mhm. Und also es hat mir auch wehgetan, aber es war nicht dramatisch. Dann sind Sie weiter geschwommen. Ja, ja. Also ich habe noch mal mit einem Kollegen gesprochen von der Mikrobiologie. Wir haben noch keinen Nachweis, weil das ein bisschen dauert. Aber ich vermute, weil gerade viele Fälle gehäuft vorkommen, dass sie sich ein Keim, ein sogenannter Vibrionenkeim, in der Ostsee zugezogen haben. Und dieser Keim kann zum einen, es war nämlich sehr offensichtlich, diese Art Entzündung, die sie hatten, sah sehr danach aus, nach so einer Vibrioneninfektion. Und die kann vor allem bei Leuten mit chronischen Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, den sie haben, auch mal in eine Blutvergiftung übergehen. Also sie waren ein bisschen immungeschwächt durch den Diabetes und dann hat das halt eine Ganzkörperentzündung ausgelöst. Und das war gestern, sie standen schon auf der Kippe. Vibrionen sind Bakterien, die unter dem Mikroskop wie ein Stäbchen aussehen. Deswegen klassifizieren wir sie eben zu der Gruppe der Stäbchenbakterien. Es gibt ganz viele Vibrionen und viele sind auch für den Menschen gefährlich. Wie in diesem Fall kann es halt auch zu lokalen Wundinfektionen kommen oder halt im schlimmsten Fall zu einer Sepsis.
Hier ist ihr Bekannter, dem geht's besser, möchte unbedingt zu ihm. Ja, gerne. Hallo, Heinz. Hallo. Geht's Ihnen auch wieder besser? Mama? Ja. Bitte, jetzt erklär mir doch mal, wer ist das? Wer ist Heinz? Ich erkläre dir alles, Kind. Hast du. Verstehe das nicht. Ich möchte das jetzt gerne mal wissen. Ich denke mal, Frau Schröder ist jetzt über den Berg. Bei so einer Sepsis ist es halt wichtig, frühzeitig die Sepsis zu erkennen und frühzeitig den Fokus zu finden und die Bakterien zu bekämpfen. Das ist uns hier in dem Fall gelungen. Sie hat die ersten 24 Stunden gut überstanden. Und ich gehe davon aus, dass sie noch zwar ein paar Tage bei uns bleiben wird, aber keine bleibenden Schäden behalten wird. Ach, Heinz, dir geht's wieder besser. Ja. Gott sei Dank. Mama. Bitte erklär mir das jetzt mal. Julia, es ist alles ganz einfach und es ist alles sehr schön, Kind. Mhm. Ach, Julia, du weißt doch, dass unsere Familie an der Ostsee aufgewachsen ist oder bestanden hat. Und ich bin auch an der Ostsee aufgewachsen. Das ist aber auch maximal das, was ich weiß. Ja, und ich bin. Mit 17 bin ich deinem Vater nach Köln gefolgt. Mhm. So, und dann kam dazwischen der Mauerbau und sowas alles. Und unsere Familie wurde getrennt. Und unsere Familie oder meine Familie hat nicht verstanden, dass ich bei deinem Papa geblieben bin. Okay. Wir haben uns entzweit, die ganzen Jahre. Und auch nach der Wiedervereinigung haben wir nicht zueinander gefunden. Mhm. Inzwischen sind deine Großeltern ja tot, dein Papa ist tot. Und es gibt aber noch jemanden von der Familie und das ist Heinz. Heinz ist dein Onkel, mein Bruder. Und warum ich dir nichts gesagt habe, das ist, weil ich nicht wusste, wie Heinz reagiert, wenn wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja so zerstritten gehabt. Wir hatten ja gar keinen Kontakt mehr. Und ich hatte Angst, wenn es nicht klappt, dann sage ich dir, ja, es gibt jemanden, aber es gibt auch niemanden. Ja gut, ich kann es irgendwo verstehen, aber mich freut das jetzt auch total. Und mich freut das so schön. Ich kam und Heinz hat mich sofort mit offenen Armen empfangen und wir hatten vier so schöne Tage. Wir sind in der Ostsee geschwommen. Naja, gut. Aber wäre schön gewesen, hättest du es mir gesagt. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Aber ja, wie gesagt. Julia. Ja, herzlich willkommen, ne? Was soll ich sagen? Ich freue mich, dass ich dich jetzt endlich kennengelernt habe. Ja, schön, dass ich einen Onkel habe. Ja. Dann weißt du, ich habe keine Kinder. Aber jetzt habe ich dich. Als meine Nichte. Ja. Endlich. Ich habe mich so drauf gefreut. Ja. Der Verdacht auf eine Vibrioneninfektion hat sich bestätigt. Christel wurde erfolgreich behandelt und konnte die Klinik nach 7 Tagen verlassen. Bald will die 75-Jährige gemeinsam mit ihrer Tochter Julia erneut an die Ostsee reisen, um dort ihren Bruder zu besuchen. Heinz ist mittlerweile bei einem Herzspezialisten in Behandlung. Auch ihm geht es deutlich besser.